Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute heißt es Ahoi, denn es gibt wieder Ahoi Brausewaffeln im Test. Und nein, das ist keine Wiederholung oder ein Comeback, es sind neue Ahoi Brausewaffeln. Ich dachte wirklich auch ganz, ganz lange, Mensch, die habe ich doch schon getestet, die Ahoi Brausewaffeln. Aber jetzt kommt's, es sind Ahoi Brause Schokowaffeln. Deswegen ist das Neue immer noch gerechtfertigt. Zuvor hatte ich Ahoi Brause Waffeln in der Sorte Waldmeister und Himbeere getestet. Aber jetzt gibt es die mit Himbeer und Schoko und Waldmeister und Schoko. Und es hat nur ein halbes Jahr gedauert, bis ich geschnallt habe, dass das ein neues Produkt ist. Liebenswerterweise habt ihr mir das immer wieder auf Instagram zugeschickt und ich dachte immer, das kenne ich doch, das kenne ich doch. Und dann beim fünften Mal, ich habe es euch bereits auch jetzt im Rewe-Haul-Video erzählt, bei meinem Einkaufsvideo. Da habe ich dann auf mal geschnallt, ach Moment mal, da ist ja Schokolade. Die sind ja wirklich neu. Ja, aber nicht besser zu spät als nie. Die gibt es ja auch noch. Ich habe sie nämlich, wie schon gesagt, im Rewe gekauft für 2,69 Euro. So, ich habe mir jetzt vorgenommen, immer Supermarkt und Preis möglichst früh zu nennen. Also im ersten Drittel des Videos. Das war auch ein Tipp von euch und das bemühe ich mich jetzt wirklich immer zu sagen. Wo habe ich es gekauft und wie teuer war es, weil das so essentielle Informationen sind. Also bei mir gab es die im Rewe für 2,69 Euro. In der Tüte sind 150 Gramm und ich mache sie jetzt mal direkt auf. Oh, das riecht voll crazy. Ich überlege gerade, an was mich dieser Geruch so erinnert. Schokolade und Brause, das ist so ein Kindheitsgeruch, dieses himbeerige, schokoladige und Waldmeister. Weil, ganz ehrlich, wenn man so denkt, Schokolade und Brause, kann das geschmacklich überhaupt funktionieren? Geht das vielleicht in die Richtung so, oh, Gänsehaut mag ich nicht. Aber wenn man dran riecht, denkt man sich so, wow, irgendwie riecht das ganz schön geil. Jetzt gibt es erstmal eine schöne Großaufnahme. Wir können hier sehr schön sehen, der grüne Waldmeister, die grüne Himbeerbrause, genau, Waldmeisterbrause, Waffel, Himbeerbrause, Waffel, Schokolade und oben drüber ist auch noch Schokolade und die riechen wirklich sehr lecker. Jetzt wollen wir doch mal einen Blick in die Tüte werfen. Denn hier habe ich gerade für euch geöffnet. So sieht es da drinnen aus. Okay, etwas unscharf, aber das bekommen wir auch noch hin. Schaut mal, so sieht es da aus. Leider kann man es nicht riechen, aber es riecht echt unglaublich lecker. Und jetzt wird probiert. Hat jetzt so einen Hunger auf die Waffel. Ich beiß meinen nächsten rein und die war jetzt voll pappig. Voll pappig, nicht knusprig. Ich bin so waffelverwöhnt von Manna-Waffeln und Co. Und Waffeln gehen einfach immer. Und die sind dann noch haltbar bis Juni 2023. Aber sie schmecken so pappig, als wenn die Tüte schon einmal aufgewesen wäre und sie so ein bisschen an der Luftfeuchtigkeit gezogen hätten. So schmecken die. Also der Geruch war geil. Aber die Kauqualität von dieser Waffel ist echt unterirdisch. Da sind wir einfach Besseres gewöhnt. Ich könnte mir gut vorstellen, das kann immer mal passieren, dass ich hier einfach Pech mit einer Tüte gehabt habe. Das heißt, nicht jede Tüte muss so unknusprig sein wie meine. Jetzt habe ich einfach Montagsprodukt erwischt, ein falsches Produkt. Geschmacklich finde ich es echt okay. Waffelmäßig ist bei mir ein Flop. Aber ich kann nur das bewerten, was ich in der Hand halte. Aber ich kann euch da transparent dazu sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Waffeln so pappig schmecken wie meine Tüte hier. Ich glaube, das muss irgendeine Tüte hat vielleicht irgendwie Luft gezogen, war vielleicht an irgendeiner Stelle offen. Das kann ja auch immer mal passieren. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. So finden wir das ja auch raus. Ob die bei euch auch so pappig geschmeckt haben und ob die knusprig waren. Ich weiß noch ganz genau, als ich nämlich die Brause-Version von denen getestet habe, da haben die echt gut geschmeckt. Also da waren die auch
knusprig und nicht zu pappig. Da war ich echt begeistert. Und es kann nicht daran liegen, dass wir jetzt Januar haben, wo ich die teste und die noch bis Juni haltbar sind. Da müssen die immer noch knusprig sein. Das kann es eigentlich sein. Vielleicht habe ich einfach der Pech gehabt mit der Tüte. Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Aber das klären wir jetzt gemeinsam in die Kommentare. Geschmacklich finde ich in Ordnung, gebe ich 7 Punkte. Das ist eine coole Kombi. Wenn sie wirklich so wären, wie ich sie gerade bekommen habe, würde ich den Waffeln 3 Punkte geben, weil es total pappig ist. Das kann nur ein Versehen sein. Bin ich mir sicher, ihr Lieben, hoffe ich zumindest. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Also wie gesagt, mit einer knusprigen Waffel 7 Punkte, in meiner Variante jetzt hier 3 Punkte. Habe ich 3 gesagt? Ja. Aber ich hoffe, das ist ein Montagsprodukt. Und für weitere Süßigkeiten-News transparent, ehrlich und mit viel Begeisterung den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!